Ganz Israel hatte von Jesus gehört, der die Kranken heilte. Und so versammelten sich Menschenmassen, wohin Jesus ging. Eines Tages kam Jesus in eine kleine Stadt namens Kapernaum. Jesus Christus Superstar! In Kapernaum lebte ein Gelähmter, der nicht richtig gehen oder essen konnte. Ich bin traurig. Wie soll ich Jesus sehen, wenn ich nicht einmal gehen kann? Wir helfen dir! Die Freunde des Gelähmten versammelten sich, um ihn zu Jesus zu bringen. Die Freunde bauten eine Trage aus Holz und dickem Tuch. Sie nutzten ihre ganze Kraft, um ihren Freund dort zu tragen, wo Jesus wohnte. Aber so viele hatten sich versammelt, um Jesus zu sehen, dass kein Platz mehr war. Es war unmöglich, durch die Tür zu betreten. Wenn sie Flügel gehabt hätten, wären sie reingeflogen. Aber leider haben sie keine Flügel. Leiter! Oh, was für eine tolle Idee! Bitte? Ja, wir gehen nach oben! Was? Die Freunde sind auf das Dach des Hauses geklettert, in dem Jesus sich aufhält, und haben begonnen, ein Loch auf dem Dach zu graben. Schau dort! Das Dach fällt! Oh! Alle im Haus schauten schockiert auf das Dach. Die Freunde banden Seile an die Trage und senkten den Gelähmten in den Ort, an dem Jesus war. Vorsichtig, vorsichtig. Und so konnte der gelähmte Mann Jesus nahe kommen. Jesus sah den Glauben der Freunde und lobte sie. Dann sprach er mit den Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind vergeben. Steh jetzt auf und nimm deine Trage mit nach Hause. Sobald Jesus mit dem Sprechen fertig war, stand der Mann, der sich nicht bewegen konnte, plötzlich auf und dankte Jesus. Wow! Ich kann mich bewegen. Ich kann gehen. Jesus, vielen Dank. Vielen Dank. Der Gelähmte lobte und gab Gott die Ehre. Dann trug er seine Trage und kehrte nach Hause zurück. Alle, die dies gesehen hatten, waren erstaunt und lobten auch Gott.